wir mit dem Zweihänder durch sind. Mal schauen, wann wir das machen können. Einfach, falls wir später im Spiel den Bogen noch gebrauchen können. Huste, ich weiß nicht, ob das so sein kann. Während ich von diesen blöden Mistviechern verfolgt werde. Können die mal aufhören? Ich hoffe, er grillt ihn. Ja, gut. Go, go, Urshark. Ja, leider ist Urshark unsterblich, Razor. Urshark, grüßen, Freund. Oh, Freund haben kein Ulumulu. Nicht gut. Ja. Freund, nicht gehen über Brücke, sonst sterben. Hatte ich doch gar nicht vor. Wir wollen jetzt... was? Hümche? Oh, das war er. Ich dachte schon, jetzt kommen noch die Orks von. Da sehen wir die Feuerechse. Und der werden wir jetzt gehörig eins auf die Nuss geben. So, mal schauen hier. Schwert ziehen und dann... So, dass sie mich nicht kommen sieht. Oder... To hit der. Ja, schnell. Also schnell und kräftig zuschlagen. So, auf ins Sumpflager. Erstmal Zweihandkampf bei Koa Anga lernen, beziehungsweise Koa Taka, er redet nicht mit mir, was weiß ich, wie er heißt. Nee. Der andere Typ, der neben Koa Anga steht und immer sagt, wie hast du es gemacht, dass er mit mir redet? Mit mir redet er nicht. Ja, du bist auch langweilig, Kollege. Wer langweilig ist, der hat nicht das Recht, zu reden. Beziehungsweise mit dem wird halt nicht geredet. Ganz einfach. Na, 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 hochkletter, hochkletter, hochkletter. So, hier. Da ist er. Kornatos. Heißt er. Erwache. Ja, guten Morgen. Ne, der ist ja nicht mal der mich trainiert, sondern hier Koa Anga. Erwache. Jo, zwei Hände lernen. Nutz. Bla, 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 bla. Zwei Hände lernen. Interessiert keinen. Ja, ja. Kannst du meine Stärke und mein Geschick trainieren? Kampfkraft. Kann ich überhaupt noch Stärke lernen? Du bist am. Okay, dann lerne ich jetzt Geschicklichkeit. Ich bin geschickter geworden. So, auf zum Hydododendron-Baum. Ah, gucken hier hoch, runtergefallen. Egal. So, der Hydododendron. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Sumpfhaie sind ein kleines böses, eine kleine böse Vereinigung von Monstern, die uns das Leben schwer machen wollen. Aber hier sehe ich nur einen und einer ist gut. Hopp, hopp. Alter, wie er keinen Schaden gibt. Wenn er so viel Schaden macht, wie er nicht kommt, ne, dann Nacht. Aber er kämpft nicht. Gut, so. Das ging easy. Und jetzt, fünf? Nein, fünf, sechs. Genau, fünf. Okay, fünf. Lala, Saturas und der hier, ja, ja, bla bla, ihr seid Oppis. Oppi Saturas und sein alter Freund, die Bananenscheibe. Ja, so kann man auch runterspringen. Troll, wo haben wir denn, ach ja genau, Nordschlucht und der Schatten, ja, ich habe Idee. Beim letzten Mal habe ich den Schatten, der Schattenläufer woanders geholt, aber ich glaube, ich weiß, den besser kriege. Erstmal wieder speichern, um nicht den ganzen Weg umsonst hier zu laufen. Ständig. Und immer wieder und wieder und wieder und wieder. Alle, oh! Oh. Selbst so ein Fall macht ihm nichts aus. Er ist der Held, der selbst, wenn er fällt, alles hält, was er verspricht. Okay. Schwimmen wir hier ein bisschen durch die Flusssuppe. See. Ding. Ach, was macht er denn da? Im Schwimmer. Ich am Kreise. Trolley. Tralalar. Ja. Okay. 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 So. Hüpfen wir weiter und hüpfen weiter.
Ja, also ohne Akrobatik geht Gothic 1 gar nicht. Das ist wie wenn man zum Beispiel World of Warcraft ohne Mount spielen würde. Oder keine Ahnung. Alles halt ohne Transportationssystem nutzen würde. Es geht nicht. Das treibt einen in den Wahnsinn. Also es geht natürlich, aber wer will denn. Wer hat denn so viel Zeit und Muße und Lust das zu machen? Naja. Okay, er macht nicht schlecht Schaden. Und er kriegt keinen. Das ist noch viel schlimmer. Cheatende Monster. Na, das war close, Kollege. Da hätte ich mich fast selbst gefistet. Erstmal wieder. Nein, ja, jetzt habe ich einen Mana-Trank in den Kopf geschmissen. Erstmal Tränke schlucken. Lalala, Tränke schlucken. So, genau. Okay, und voll. Und gleich, wenn ich den Troll besiegt habe, gucke ich nochmal. Ich werde während dem Trollkampf mal ein bisschen was reden und schauen, ob das soundtechnisch jetzt so besser hinhaut. Wenn nicht, muss ich irgendwie schauen, dass ich mein Mikrofon mal in der Lautstärke erhöhe. Damit ich bei Kämpfen auch hörbar bin. Denn ich habe festgestellt, bei Kämpfen bin ich sehr unhörbar. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, es hat vorher auch funktioniert. Schauen wir mal. Da müssen wir kicken. Ach ja, hüpf und hüpf und hüpf, ja. Schneller Lauf, Miststück, beziehungsweise, was heißt Lauf? Hüpf, hüpf. Ja, hier liegen noch die Keulen vom... Ich hoffe, das wird auch ohne Mundmonster schrumpfen gehen, weil sonst wird die ganze Suppe hier etwas... soll ich sagen? Unschön. Ja, er kriegt halt Schaden. Boah, er kriegt Schaden. Aber er ist fett. Und wenn ich solange ich ihn schlage, bevor er mich schlägt, scheint er nur zurückzuweichen. Das heißt, es ist kein anspruchsvoller Kampf. Einfach nur draufschlagen. Ah, wow. Ja, und weiter. Nein, schlägt mich nicht. Kann ich einfach rechts, links? Nein, immer wieder zu. Okay, das geht. Ah, das ist ja schön. Okay. Rechts, links. Willst du einen Troll besiegen, musst du links und rechts hinkriegen. Okay, das war's auch schon. Ulumulu haben wir jetzt zusammen. Das ging ja fix. Tja, wenn man auch weiß, wie es geht, ne? So, hier, ja, Rionian, Saturnus, bla bla bla. Also, auf zu Tarok, der alten Windnudel. Oh, jetzt habe ich... Ach ja, ich habe ja die ganze Zeit geredet, während der Troll kommt. Kann auch nicht alles glauben, was man hört. Genau. Und jetzt hüpfen wir nochmal zu Tarok. Und dann speichere ich da kurz. Und bin dann auch sofort wieder da. Ihr merkt das ja eh nicht, weil Aufnahme beenden. Und ich meine, ich kann 20 Stunden lang verstreichen lassen in den Aufnahmen und es merkt halt keiner. Außer vielleicht in der Speicherzeit. Also darf ich nur muss ich 24 Stunden verstreichen lassen und das Datum einen Tag zurücksetzen, ja. Aber warum? Ist ja egal. Ich habe halt nichts zu tun, ja. Ich speichere das, mach das halt so. Ja. Und wir hüpfen währenddessen hier weiter. Und hüpfen und hüpfen. Und gucken mal, was sonst so geht hier. Was müssen wir nach dem Ulumulu machen? Da müssen wir wahrscheinlich in die Orksuppenstadt gehen. Den dort ordentlich auf die Nüsse geben. Und dann müssen wir auch schnell wieder raus. Und beziehungsweise raus. Nee, warum sollten wir raus? Vielleicht weil ich schon gespielt habe und weiß, dass wir dann raus müssen. Ja. Ja, ist ein bisschen doof. Ich wollte das eigentlich so, ja, semi-blind spielen. Ich hatte es halt noch so ein bisschen im Kopf. Aber jetzt weiß ich halt, was passiert, weil ich halt wirklich schon relativ weit gespielt habe, bevor dieses Problem aufgetreten ist, womit ich dann nicht gerechnet hatte und jetzt diese neue Verfilmung quasi mache. So. Laden. Okay. So.
Zum Glück haben wir diesen Weg hier gefunden. Oder habe ich den überhaupt gefunden? Ich weiß gar nicht, ob ihr mitkriegt, dass ich den... Doch, müsstet ihr eigentlich. Ja, zum Glück habe ich diesen Weg hier gefunden. Autsch. Das war doof. Ja, gut, dass wir hier gespeichert haben. Hat niemand gesehen? Hat niemand gesehen? Ja, Failbob 3000 ist wieder unterwegs. Ich habe hier ein Stromkabel. Jetzt müssen wir hier nochmal reinhüpfen. Was gibt's da nicht? Ja, zum Glück ist das Spiel relativ fix geladen. Wenn ich das nächste Mal mein nächstes Projekt spiele, hoffe ich natürlich, dass ich weniger rumfehle. Da werdet ihr auch viel mehr Ladezeiten sehen. Viel mehr Anstrengung. So, kurze Unterbrechung gehabt. Und jetzt ja, weiter. Tarok, genau, den suchen wir. Oh nein, nicht schon wieder. Oh Mann, ich lerne auch manchmal irgendwie nicht dazu, habe ich das Gefühl. So unbelehrbar, wie ich manchmal bin, ist unglaublich. Erstmal Tränke schlucken. Abspeichern. Und dann geht's auch klar weiter hier. Tarok und so.